Moin Leute, willkommen zu einem Projekt, was man nicht hätte gedacht, ne? Aber egal, starten wir einfach, ne? Sei an, dass das Spielfortschritt gespeichert wird, okay. Ja. Willkommen im Tutorial, du furchtloser Forscher. Ich werde dir helfen, dich mit der Steuerung und den Zielen vertraut zu machen. Du kannst dich umschauen und bewege dich in jede Richtung. Großartig! Du kannst in der Bewegung sprinten, um schnell aus einer misslichen Lage zu entkommen. Deine Ausdauer füllt sich wieder, wenn du nicht mehr sprintest. Wenn du in der Nähe von Deckungsobjekten befindest, drücke Springen, um sie zu überwinden. Du kannst in der Bewegung auch Springen gedrückt halten, um mehrere Deckungsobjekte zu überwinden. Du kannst auch frei oder in eine Deckung in der Nähe rutschen. Achte auf Mauern, Zäune und große Objekte, die du als Deckung nutzen kannst. Feuer deine Waffe ab, indem du auf Feuern drückst. Versuche, die Relikte zu treffen. Wie ein Profi. Halte das Ziel, um hineinzuzoomen und genauer zu schießen. Okay. Vier Brettteile, ganz einfach. Lasst uns aufteilen und diese Teile finden. Um das Ziel zu erfassen, versuche auf eine. Das Spiel will also, dass wir vier fehlende Jumanji-Teile finden. Aha. Hier vielleicht. Nö. Ich muss Ladungen finden. Ich brauche ein paar von diesen Ladungen. Gibt es hier Ladungen? Toll! Wenn du auf diese Relikte schießt, kannst du Bonuspunkte verdienen. Du musst die vier Jumanji-Brettteile finden, um die Tür freizuschalten und fortfahren zu können. Na toll, leer. Hab es! Nur noch drei! Okay, vier Brettteile, ganz einfach. Ja, nur noch eins. Großartig. Du hast alle vier Brettteile gefunden. Begib dich jetzt zum Schutzraum. Sammle Gesundheit, Sprengsätze und Ladungen für deine Waffe, wenn du sie brauchst. Gute Arbeit. Wenn du das Juwel bei dir trägst, stelle dich vor die Tür, um sie zu öffnen. Gut, du hast die Tür aktiviert. Mach dir keine Sorgen, wenn Teammitglieder zurückbleiben, nachdem sich die Tür geschlossen hat. Sie werden nach ihnen teleportiert. Noch wichtiger ist, alle Teammitglieder, die alle Leben verloren haben, werden in diesem Raum wieder erweckt. Halte das Juwel in der Nähe des Obelisken, um ihn aufzuladen und den nächsten Ausgang zu öffnen. Wenn du aber zu weit von Obelisken entfernt bist, wird er nicht mehr aufgeladen. Wann immer das Juwel von einem Teammitglied erhältst, wird es die Leistung deiner Waffe für kurze Zeit erhöhen. Wenn du das Juwel zu lange bei dir trägst, wird Jumanji zuschlagen und dir Schaden zufügen.
funktioniert. Um einen Schlag zu verhindern, gibt das Juwel an ein Teammitglied weiter. Herausragend! Feuer deine Waffe ab, indem du auf Feuern drückst. Besuche die bösen Jungs zu treffen. Feinde lassen manchmal Ladungen oder Sprengsätze fallen, wenn sie ausgeschaltet werden. Wenn du keine Ladungen mehr hast, kannst du in den Nahkampf gegen den Feind gehen. Versuch es. Das war's! Du kannst Sprengsätze auf feindliche Gruppen und jeden feuern, der sich hinter einer Deckung versteckt. Bin bereit. Herausragend! Jede Held hat eine einzigartige Fähigkeit. Setzte Dr. Bravestones Bodenschlag gegen diese Feinde ein. Wie ein Profi. Du kannst Spielen, die alle ihre Leben verloren haben, deine Leben überlassen. Dein letztes Leben kannst du jedoch nicht hergeben. Das Obelisken-Ding ist zur Hälfte geladen. Machen wir so weiter. Jawohl! Gut gemacht! Du hast es fast geschafft. Schließe das Tutorial ab, indem du das Juwel nutzt, um den Obelisken aufzuladen. Genau da, wo es tut. Ebon, hab's verstanden. Fantastisch. Du hast alles gemeistert. Du bist definitiv bereit für den Kampf zur Rettung von Jumanji. Okay. Spielen. Wie jetzt, es gibt's. Dr. Xander Smolder Bravestone. Hallo, meine Abenteurer-Kollegen. Wir gehen zum berühmten und belebten Jumanji Bazaar. Ihr müsst das Juwel für die Menschen dieser Stadt zu seiner Statue zurückbringen, um den Frieden und Wohlstand zu erhalten. Bringt es zurück und sprecht seinen Namen aus, um Jumanji zu retten. Viel Glück! Ja, ja. Ich werde meine Heilfähigkeit nutzen. Na gut. Genau, was ich gebraucht habe. Hey, du! Geschafft. Lasst uns aufteilen und diese Teile finden. Zurück zur Normalität. Bereit. Es sind ein paar böse Typen im Anmarsch. Nimm das! Meine Waffe funktioniert wieder normal. Das gehört mir!
Es hat Spaß gemacht, solange es funktionierte. Wir können hier drin unsere Vorräte aufstocken. Also Leute, das Juwel lädt den Obelisken auf. Naja. Ist so voll einfach alleine. Jawohl! Zumindest ist es alleine irgendwie einfacher, ne? Ich muss das Juwel weitergeben! Ja! Das war einfacher als gedacht. Das ist der schwierigste Teil des Levels? Danke, Jumanji. Also wenn das schwer sein sollte. Ist es vorbei? Ich denke, es ist vorbei. Lass keine persönlichen Gegenstände liegen. Der Döst verliert. Das wird ja ein Treffer. Komm und hol dir deine Heilung ab.
Nur noch eins. Wir haben alle Jumanji-Teile gefunden. Der Walk, was hast du gemacht? Jetzt brauchen wir nur noch etwas Fahrstuhlmusik. Ich muss mir das Juwel abnehmen. Ich habe Smolder. Hab es. Nur noch drei. Geschafft. Erstens, wie groß ist diese Scheiß-Stage? Moss, Pinball. Schon besser. Funktioniert wieder normal. Ich habe Smolder. Volltreffer. Nur ein Kratzer. Ich hab das können. Ich muss das Juwel weitergeben. Ja. Was ist das Juwel nicht mal? Also mal bitte. Feuerige Fakes, leiser. Sorry, aber. Das Juwel verstärkt meine Waffe nicht mehr. Der Döst verliert.
Ich muss das Juwel weitergeben. Ja. Die Waffe funktioniert wieder normal. Gedacht. Einfacher als gedacht. Meine Waffe hat keine Leistung mehr. Und wir sind zu Hause. Frei! Ich muss das Juwel weitergeben. Ja! Ich werde daran denken, dass es hier ist. Geht in Deckung und lasst euch nicht abknallen. Das war nichts. Genau da, wo es weh tut. Das wird ja ein Treffer. Versuchen, das Juwel zu stehlen. Nein! Meine Gesundheit ist voll. Lasst uns das. Eure Reise hat euch von den versenkt staubigen Ebenen der Wüste zu den dichten Behausungen dieser wunderschönen Stadt geführt. Ihre Einwohner stehen für immer in eurer Schuld. Okay, Leute, wir machen natürlich weiter mit der nächsten Welt. Und zwar Dschungelversteck, danach Gebirgefestung, danach nächtliche Verfolgung und dann sind wir fertig. Es ist denn 1, 2, 3, 4, 4 Parts. Deswegen sehen wir uns bald wieder. Einmal Jumanji gerettet, nein, Jumanji gerettet, ohne Tod. Beste. Okay, Leute, dann sehen wir uns tatsächlich in der nächsten Solo-Folge wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Das ist ein kleines Projekt, ne, kein großes.